Es ist ein Konzept aus der Kommunikationswissenschaft, bei dem man davon ausgeht, dass der erwachsene Mensch von drei Ichs geprägt wird. Ich bin das Kindheits-Ich. Ich bin ein Überbleibsel deiner Vergangenheit. Ich bin die Summe all deiner kindlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Ich bin das unschuldige, neugierige Wesen in dir. Das, was du unterdrückst, wenn du voreingenommen auf die Welt siehst. Alle Momente der Freude und Trauer, des Glückes und des Pechs. Sie haben mich geformt, von unendlicher Dauer. Ich bin ihr Vermächtnis. Ich bin ein Konstrukt deiner Erinnerung, das Echo der Vergangenheit, dein Schatz und dein Fluch. Ich begleite dich, bin die positiven und negativen Erfahrungen der Vergangenheit, die dein Handeln im Heute prägen. Dann gibt es noch das Erwachsenen-Ich. Das ist das Ich, was sich an die Gesellschaft angepasst hat. Ja, ich habe in meinem Leben Weisheit und Erfahrung gesammelt und deswegen habe ich Selbstvertrauen. Ich weiß genau, welche Entscheidungen am besten sind. Ich bin nicht mehr so impulsiv wie das Kindheits-Ich. Die Schnauze, du Arsch! Ich betrachte die Welt aus einer sachlichen Perspektive und handle mit Bedacht und Vernunft. Es ist mir bewusst, dass ich nicht alle Dinge im Leben kontrollieren kann. Ich akzeptiere das Leben als eine Erfahrung. Ja, ich bin fähig, Verantwortung zu übernehmen und meine Entscheidungen voll durchzustehen. Manchmal kann es unangenehm und schwierig sein, aber ich habe gelernt, die negativen Einflüsse zu ignorieren und mir die richtigen Prioritäten zu setzen. Gott, bist du selbstverliebt. Zum Schluss gibt es auch noch das Eltern-Ich. Ich bin das Eltern-Ich. Ich bin der Teil, der extrem geprägt ist von den Eltern. Ja, schon mal das Gefühl gehabt, dass ich genauso verhältst wie deine scheiß Eltern? Ja, das bin ich, Mann. Aber ich bin auch manchmal cool, so, weißt du. Ich habe in meinem Denken und Handeln viel von den Verhaltensweisen und Mustern von meinen eigenen Eltern und Autoritätspersonen übernommen. Ja, ich habe einen großen Einfluss auf das Leben meiner zukünftigen Kinder. Ich bin internalisierte Verhaltensmuster, die ich eventuell aussortieren müsste. Ich habe hier das Konzept von Eltern, Kindheit und Erwachsenen-Ich angeschnitten. Ich empfehle aber darüber ein Buch zu lesen. Es ist ein sehr wichtiger Teil der Kommunikationswissenschaften und hilft auch in der Psychologie. Wir benutzen ein seltsames System, also Eltern, Erwachsenen und Kindheits-Ich als eine Art Dreifaltigkeit. Artemis, das junge Mädchen, die erwachsene Frau Semel, die Dame Persephone oder Dionysos, Mithras und El sind halt Symbole für diese Charaktersysteme, nach denen wir vermutlich denken. In der Kommunikationsanalyse wird das Ganze sehr interessant angewandt, also da gibt es die Theorie, dass man immer mit einer von diesen Ichs mit einem anderen redet. Also beispielsweise rede ich mit meinem Kindheits-Ich mit jemand anderem, der dann beispielsweise sein Eltern-Ich verwendet. Und grundsätzlich in der heutigen Gesellschaft ist es am besten, wenn zwei Erwachsene nicht miteinander reden. Da kommt meistens das Beste bei raus, zumindest wenn es um ganz normale gesellschaftliche Tätigkeiten geht. Also einkaufen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten, ganz normale Sachen halt, das Alltägliche. Und dann gibt es natürlich auch noch Situationen, wo es halt Sinn macht, dass zwei Kindheits-Ich miteinander interagieren. Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, auf irgendeinem seltsamen Fetisch-Rave ist. Komisches Beispiel. Oder halt, wenn man als Erwachsener mit seinen Kindern spielt, dann kann man auch sein Kindheits-Ich benutzen. Ist in vielen Fällen besser, als das Eltern-Ich zu benutzen. Das Eltern-Ich hat aber natürlich auch, wenn man jemand anders belehrt, etc., dann ist das halt die richtige Tonlage. Natürlich sind die Übergänge fließend, aber jeder Mensch besitzt in sich diese unterschiedlichen Eigenschaften, die sich halt durch die Vergangenheit und durch die Gegenwart in einen eingefressen haben. Der Grat des Rabens ist natürlich stark kindheitlich geprägt. Im Gegensatz dazu steht das Eltern-Ich, die Einflüsse von außen, der Herr des Bundes, den wir angesprochen hatten, der Grat des Vaters, der sich ja auf El, also auf Saturn bezieht, ist natürlich stark vom Eltern-Ich geprägt. Und dann haben wir natürlich noch das Erwachsenen-Ich, was dann halt der normale alltägliche Modus ist, mit dem man dann halt interagiert. Diese drei Eigenarten kombinieren wir mit einer Dualität, beziehungsweise mit zwei unterschiedlichen Dualitäten. Einmal mit der Dualität von männlich-weiblich und dann haben wir noch einmal das Konzept vom Schatten. Göttlich-teuflisches Ich oder Yetzer-Hara und Yetzer-Hatov im Judaismus. Ahriman und Ahura Mazda, das sind dann halt so diese Symbole für das Göttliche und Teuflische, für diese Dualität, für die Licht- und Schatten-Dualität. Okay, wir haben dann also die Dreifaltigkeit als Basis. Die können wir dann zu 6 machen, indem wir halt eine von den Dualitäten verwenden. So kann man schon mal zum Beispiel die 6 Grade darstellen. Wir hatten ja etabliert, dass der Löwe die Harmonie von allen Graden ist.
Das kann man dann halt aber auch nochmal, also diese 6 kann man dann nochmal verdoppeln. Und dann bekommt man die 12 Olympia und die 12 Sternzeichen raus. Man kann den 6 Graden jeweils 2 Sternzeichen und 2 Olympia zuordnen. Und das werden wir dann auch in der Zukunft machen. Also wir werden sagen, welches Ich das ist, ob das ein Schatten ist, ob das weiblich oder männlich ist und welche Sternzeichen und welche Olympia dazugehören etc. Das ist so ziemlich das System der mithräischen Alchemie. Und dann wird halt viel mit Symbolen gearbeitet, die man dann halt auch im Traum wiedererkennen kann, um Traumanalysen und so weiter durchzuführen. Die Symbolik ist sehr, sehr wichtig. Einfach weil die Symbolik so tief im Menschen drin geprägt ist. Gewisse Symbole lösen direkt den Gedanken von Gefahr aus. Das ist dann ja natürlich noch steinzeitlich oder vielleicht sogar noch weiter zurück, als wir noch Würmer waren oder Tiere. All das hat ja den Geist, der heutzutage entstanden ist, geprägt. Und diese Symbolik ist deshalb so tief, deswegen gibt es ja halt auch diese vielen Überschneidungen zwischen den unterschiedlichen Religionen, ob das jetzt in Amerika oder Australien ist. Ja, auf jeden Fall werden wir halt dieses ganze Symbolikzeug benutzen, um halt uns spirituell weiterzuentwickeln